Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Ausblick hier. Wir blicken nämlich auf die vier russischen Premium-Schiffe, die jetzt vor kurzem von World of Warships angekündigt wurden. Und ihr seht hier zuerst, wie Kirov im Hafen schwimmen. Und das ist natürlich, hat einen guten Grund. Ja? Die Kirov wird ja demnächst ein Premium-Schiff. Und einer der vier Premium-Schiffe, die wir euch jetzt vorstellen, wird quasi die Kirov werden, wenn man dazu sagen möchte. Denn das gute Schiff hat schon einen Namen, nämlich die Voroschilow. Macht euch keine Gedanken. Nach dem aktuellen Stand ist es so, dass die Kirov ihren Namen behält, aber man braucht so eine Art Testschiff, ne, unter dem Namen man quasi die neuen Werte für die Kirov testet, weil sie wird ein Premium-Schiff, also braucht sie auch irgendwas Besonderes im Vergleich zu dem Forschungsbaumschiff. Und das wird eben mit der Voroschilow ausprobiert. Ja, prinzipiell hat die Voroschilow nur zwei Sachen anders, und zwar einmal die Flugabwehr, die schwächer wird, ja. Wir haben hier eine Mittelstrecken- und Langstreckenflugabwehr bei der Kirov. Wenn man jetzt nur den kontinuierlichen Schaden zusammenrechnet, weil es ist ein Ticken einfach, ja, aber als Anhaltspunkt, ja. Bis 3,2 Kilometer 109 bei der Kirov, und dann haben wir nochmal 63 kontinuierlichen Schaden bis 5,8 Kilometer. Ja, wenn wir das jetzt so zusammenrechnen, haben wir 170 und ein bisschen mehr. Und bei der Voroschilow haben wir Kurz-, Mittel- und Langstrecke, aber die kontinuierlichen Schäden sind deutlich geringer. Generell geht die Langstrecke nur bis 4 Kilometer, und da haben wir 35, die Mittelstrecke 39 und die Kurzstrecke 53. Ja, und die teilen sich da in dem Bereich so ein bisschen auf. Dann haben wir eine Explosion, die hätten sie auch schenken können, also 910 Schaden. Das ist schon mal die erste, ist eine Schwäche der Voroschilow oder der Werte der Voroschilow, die ja dann irgendwann die Kirov wird. Aber wir haben eben auch noch Verbrauchsmaterialien, die sehen wir jetzt hier. Wir haben hier bei der Kirov nur Schadensbegrenzungsteam und die Hydroakustik. Und bei der Voroschilow wird es dazu noch ein Aufklärungsflugzeug geben, was dann eben die Reichweite erhöht. Prinzipiell alle anderen Werte sind ident, ja. Torpedoreichweite, egal was man nimmt. Die Granaten sind die gleichen, die Reichweite, die Trefferpunkte, die Höchstgeschwindigkeit, die Ruderstellzeit, die Entdeckbarkeit, alles, ja. Also, das sind die beiden Punkte, und schon ist alles zur Voroschilow erzählt. Ne? Bleibt auf der gleichen Tierstufe. Ja, also, das war's schon. Ne? Diese Werte sollen möglicherweise dann auf der Kirov angewandt werden. Wie gesagt, auch da Work in Progress, kann sich also auch da noch ändern, ob dann vielleicht noch ein paar Sachen halt ja leicht angepasst werden. Gibt aber noch ein weiteres T5-Schiff, was jetzt hinzugefügt wird, zumindest quasi jetzt in den Work-in-Progress-Status geht, und zwar die Mikojan auf der Tierstufe 5, ausgestattet mit 180 mm Kanonen. Und zwar ganz genau drei Türme A2 Rohre, 130 mm. Wie gesagt, ist Tierstufe 5. Es wird das Konzept eines Schwertkreuzers verfolgt, logischerweise bei dem Kaliber, und es wird über sehr wirksame AP-Granaten verfügen, also so wie quasi, ja, viele russische Schiffe, wollen wir es mal so ausdrücken. Ja, und hat aber dafür eine recht lange Nachladezeit. Aber das ist ja Segen und Fluch zugleich. Die Genauigkeitseinstellungen, heißt es hier, werden dann quasi speziell sein. Also so typisch russische Kreuzer, ne? Oder eben auch russische Schlachtschiffe, von denen ist es ja quasi kopiert. Im nahen Bereich sind sie recht genau, im entfernten Bereich sind sie ungenauer als andere Kreuzer. Es wird jetzt aber trotzdem nicht so Schlachtschiff-like sein, dass die Granaten überall hin streuen. Das ist bei den russischen Schlachtschiffen ja auch nicht unbedingt so, Smiley. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist dann so ein bisschen tulpenähnlich, die so ein bisschen welk sind sozusagen. Umso weiter man weg ist, desto größer wird die Streuung sein. Das ist die Aussage zumindest von World of Warships dazu. Ja, die Schussweite 16,2 Sigma 2.0. Erstmal ganz interessant hört sich das an, so typisch Kreuzer. Dann haben wir HE 2500, 13% Brandwahrscheinlichkeit. Die Geschosse fliegen 800 Meter pro Sekunde. HE und AP 4100 ist ja Alpha Damage bei den panzerbrechenden Granaten. Wir haben eine lange Nachladezeit, wie gesagt, 13,5 Sekunden ist wirklich recht lang, auch für die Tierstufe. Und dann haben wir 22,5 Sekunden für die Turmdrehzeit, ist ein normaler Wert, kann man sagen. Wir haben zwei Torpedowerfer, jede Seite ein, A3 Torpedos, und die machen 14.400 Alpha Damage, 8 Kilometer Reichweite. Das ist das Besondere bei dem Schiff. Die Torpedos laufen länger als die der Kirov. Geschwindigkeit 55 Knoten, Nachladezeit 70, und die Erkennbarkeit ist relativ niedrig mit 1,1 Kilometer.
Da war ganz klar, dadurch, dass die Geschwindigkeit zu niedrig ist, wird man halt nicht so, werden die, ist halt quasi der Balancefaktor, sage ich jetzt einfach mal, dass die Erkennbarkeit der Torpedos dann auch ein bisschen runtergeht, damit sie zumindest noch eine Chance haben zu treffen. Ja, sozusagen. Dann gibt es hier auch eine Luftabwehr. Mittel- und Langstrecke ist hier nur vorgesehen. Kontinuierlicher Schaden 91 und auf der Langstrecke dann eben 25. Hoch bis zu 4 Kilometer geht die Langstrecke. Also auch da, ja, ist zwar eine Flugabwehr da, aber die setzt viel zu spät ein, um ein Absetzen von Torpedos oder Bomben zu verhindern, sage ich jetzt mal. Dann gibt es hier noch eine Maximalgeschwindigkeit von 35,5 Knoten, 830 Meter Wendekreis, das ist übrigens 30 Meter weniger als die Kirov aktuell hat, und die Ruderstellzeit 5,9 Sekunden, auch deutlich geringer, fast 3 Sekunden geringer als die Kirov in einem besten Ausbaustadium sozusagen. Ihr merkt, auch da, die Kanonen sind recht ähnlich zu dem, was wir schon auf der Kirov haben. Die Kirov hat halt 3x380 mm, die Mikojan hat eben 3x280 mm. Ne? Schussweite ist aber sehr ähnlich, also das heißt, da fehlen ein bisschen ein paar Projektile. Aber gut, das ist eben das Besondere. Aber wir haben nämlich noch was, denn die Erkennbarkeit an der Oberfläche, also zu Wasser, beträgt nur 11 Kilometer. Ja? Obwohl über 16 Kilometer schießen, finde ich interessant. Ja? Erkennbarkeit zur Luft 5,8 Kilometer. Und wenn er im Nebel steht und schießt, 5,6. Verbrauchsmaterialien ähnlich wie bei der Voroschilow oder bei der neuen Variante der Kirov, so oder so könnte man das ausdrücken. Schadensbegrenzungsteam, Hydroakustik, und hier bei der Mikojan habt ihr dann in Slot 3 die Wahl zwischen Jagdflugzeug oder Beobachtungsflugzeug. Bei der Voroschilow, der quasi neuen Kirov, ist es nur das Beobachtungsflugzeug oder Aufklärungsflugzeug, je nachdem, wie man das dann nennen möchte. Ja, das waren die beiden T5-Kreuzer. Die Mikojan hört sich erstmal interessant an. Ich bin mal gespannt, wenn die Tarnung so niedrig bleibt, also dass man halt zu spät entdeckt wird, könnte interessant werden, die Spielweise. Ja, aber gut, sonst ist es eigentlich jetzt nichts, ja, so gravierend anderes, sage ich jetzt einfach mal. Gucken wir mal. Wir werden es ja wahrscheinlich dann testen dürfen. Gibt es dann natürlich auch hier auf dem Kanal Videos respektive Livestreams dazu. Und dann kommen wir zu den T8-Kreuzern, die vorgestellt wurden, mit technischen Daten natürlich. Und zwar die Oschakow, Tierstufe 8, Unterstützungskreuzer. Positive Sachen sind geringe Aufdeckung, Torpedos mit 10 Kilometer Reichweite und eine große Auswahl von Verbrauchsmaterialien. Aber wird relativ wenig Trefferpunkte haben und eben einen relativ geringen Schaden pro Sekunde, wird jetzt hier gesagt. Also wir haben nur 30.200 Trefferpunkte auf der Tierstufe 8, ist das wirklich recht gering. Wir haben vier Türme, A2 Rohre, 152 mm, also ganz klar eher ein leichter Kreuzer. Unterstützungskreuzer wird ja hier als Name genannt. 15,2 Kilometer ist die Kampfentfernung maximal und auch da Sigma 2.0. Zur Streuungsvariante wird jetzt hier nicht so viel gesagt. Ich vermute, das wird die leichte Kreuzervariante sein, weil wir auch kleine Kaliber haben. Der HE-Schaden 2200 bei 12% Brandwahrscheinlichkeit. Und dann kommen die Geschossgeschwindigkeiten. 950 Meter die Sekunde wird also voraussichtlich ein sehr direkter Schuss sein. Ja, aller Voraussicht nach, hängt noch von ein paar mehr Sachen ab, wie Windwiderstand und all so ganzen Geschichten. Aber ja, müssen wir dann mal schauen. AP-Schaden wird hier mit 3300 angegeben. Nachladezeit sind nur 6,5 Sekunden. Müssen wir nochmal gucken. Wir haben vier Türme A2 Rohre mit 6,5 Sekunden Nachladezeit. Oben wird gesagt, relativ geringer Schaden pro Minute. Ja, okay, man kann auf T8 natürlich auch schon überall ein Rohr mehr haben, à la Kutusow zum Beispiel. Ja. Wollen wir es mal so stehen lassen erstmal. 180 Grad Wende für die Türme, 13,8 Sekunden. Dann haben wir Torpedowerfer an jeder Seite einen. Und zwar jeweils mit fünf Eisenaalen drin. Die schwimmen dann 10 Kilometer weit. Und wir haben Maximalschaden von 15.156 Knoten, sind die Dinger schnell oder langsam, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Die Flugabwehr ist hier auch angegeben. Mittel- und Langstrecke gibt es hier. Die Langstrecke geht bis 5,8 Kilometer. Also das ist dann schon langsam ein Wert, wo man sagt, ja, das ist dann wirklich eine Langstreckenflugabwehr. Da kann man nämlich auch schon mal ein bisschen Schaden auf den Gegner machen. Ein bisschen zumindest. Ja, 60 kontinuierlicher Schaden, 3 Explosionen. Und dann gibt es die Mittelstrecke, die geht ab 4 Kilometer los. Ja, macht dann 270 kontinuierlichen Schaden, also in Summe 330 könnte man meinen. Ungeskillt, wohlgemerkt, da kann man ja dann ja auch wieder was noch reinbauen. Also,
In die Richtung wird das gehen. Wendekreis 750 Meter, also enger als die T5-Schiffe. Und die maximale Geschwindigkeit 35 Knoten, Ruderstellzeit 8,2 Sekunden. Okay, können wir ja skillen, haben wir ein T8-Schiff, haben wir ja den vierten und den fünften Slot verfügbar. Aber jetzt kommt's, die Erkennbarkeit zu Wasser beträgt 11,5 Kilometer. Das ist natürlich ein ganz angenehmer Wert, wenn wir den dann runterskillen mit Tarnungsmeister und vielleicht den Tarnungsmeister beim Kapitän, also der Tarnsystem-Modifikationsmodul meine ich natürlich und den Tarnungsmeister beim Kapitän, dann sind wir bei 9 Kilometer, Torps gehen 10, also verdeckt Torpen ist möglich und Erkennbarkeit zur Luft 7,2, wie gesagt, alles ungeskillte Werte und wenn er im Nebel steht und schießt 5,4 Kilometer. Hört sich erstmal ganz interessant an. Also das, bei der Oshakov würde ich sagen, okay, das hört sich zumindest nach ein bisschen anderen Spielstil an, als die Kreuzer, die wir in der Vergangenheit bei den Russen im Spiel hatten bis jetzt. Meine ich zumindest, ja. Also bin den Kreuzerbaum bis T10 hochgefahren, da fühlte sich nichts so an. Und jetzt müssen wir mal gucken, also schauen wir mal. Also prinzipiell auf jeden Fall mal interessant, eine andere Art. Slot 1, Schadensbegrenzungsteam, defensiert Flakfeuer in Slot 2. Auch gut, wir haben ja schon eine relativ gute Flugabwehr von dem kontinuierlichen Schaden her. Mit dem defensiven Flakfeuer kriegen wir nochmal ein bisschen Schaden obendrauf. Wenn man das dann auch skillt, naja, mal gucken. Überwachungsradar, dann 20 Sekunden Dauer, 12 Kilometer Reichweite, 3 Aufladungen in Premium-Verbrauchsmaterial und 120 Sekunden Abklingzeit werden hier angegeben. Und in Slot 4 gibt es dazu noch eine hydroakustische Suche. Ist okay, würde ich sagen. Aber kein Nebel dabei. Ne? Also, das hat ja dann die Smolensk sozusagen noch. Da fehlt das Überwachungsradar. Ja, ihr wisst, was ich meine. So eine kleine Anspielung. Aber ja, das ist die Oshakov. Hört sich für mich erstmal am interessantesten an von denen, die wir bis jetzt hier so vorgestellt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben aber noch einen weiteren T8-Kreuzer dabei. Und das ist die Pyotr Bagriton oder so. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, macht ja immer gerne, wenn ich was falsch ausspreche. Das ist jetzt hier sozusagen mein Markenzeichen geworden. Nein, ja, am Ende soll dieser Kreuzer leichte und schwere Kreuzer so ein bisschen, ja, vereinen, wenn man dazu sagen will. Ne? Der Kreuzer wird wohl die Standardstreuung bekommen, also die Streuung, die auch andere Kreuzer haben. Und die HE-Geschosse von den leichten Kreuzern. Aber eben sehr effektive AP-Geschosse von den schweren Kreuzern. Die Torps werden wohl eine Reichweite von 8 Kilometer bekommen, zumindest die Grundeinstellung. Aber eine sehr lange Nachladezeit von 12,5 Sekunden bei nur 3x3 Rohren. Also drei Türme, jeder Turm hat drei Rohre, also haben wir 9 Rohre. 180 mm Kaliber, 18 Kilometer Feuerreichweite, Sigma 2.0. Maximaler HI-Schaden 2500 und die Brandwahrscheinlichkeit liegt bei 13%. 920 Meter ist die Mündungsgeschwindigkeit, also auch da wieder ein ziemlich direkter Schuss. 4550 AP-Schaden, 930 Meter, da ist die AP sogar einen Ticken schneller als die HE. Nachladezeit hatte ich schon gesagt, 12,5 Sekunden ist quasi fast das Doppelte von dem, was der andere T8-Kreuzer bekommt. Ja, wir haben hier natürlich auch wieder andere, komplett andere Werte. Ne? Viel mehr Trefferpunkte, eine höhere Panzerung, 25 mm ist hier angegeben. Also man merkt, das ist hier so wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen der schwere Faktor, der da eine Rolle spielt mit den 25 mm, weil der leichte Kreuzer hat ja 16 mm Panzerung am Rumpf. Gut, dann haben wir die Turmdrehzeit von 22,5 Sekunden. Torpedowerfer auch zwei dabei, an jeder Seite ein. 14.400 Alpha Damage, 8 Kilometer Torpreichweite, 55 Knoten schnell. Und ja, 1,3 Kilometer sind die Torps entdeckbar. Dann kommen wir zur Flak und die scheint mir gut zu sein für einen T8-Dampfer. 189 kontinuierlicher Schaden bis 5,8 Kilometer, 6 Explosionen, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, 6 Explosionen auszuweichen, vor allen Dingen, wenn das Schiff vielleicht nicht ganz alleine fährt, dann wird es schon sehr interessant. Dann haben wir 158 kontinuierlichen Schaden bis 3,5 Kilometer und ab 3,1 steigt dann auch schon die Kurzstrecke ein, die nochmal 70 kontinuierlichen Schaden oben drauf packt. Also, lohnt sich, denke ich. Vor allen Dingen haben wir hier defensive Flakfeuer. Wir können hier defensive Flakfeuer im Austausch für Hydroakustik benutzen. Das ist interessant.
Die Hydroakustik macht hier 4 Kilometer Schiffe, 3 Kilometer Torps, 3 Aufladungen und das könnt ihr eben switchen. Ne? Defensive Flakfeuer oder Hydroakustik passt immer ganz gut, wenn gerade mal wieder viele DDs unterwegs sind, dann Hydroakustik. Wenn eher mal CVs unterwegs sind, wo gerade wieder ein neuer Träger dazu gekommen ist oder was auch immer oder irgendwelche Aufgaben sind, wo man, keine Ahnung, Flugzeugtorpedos absetzen muss und damit treffen muss oder so, dann ist eben defensiv Flakfeuer vielleicht das bessere Verbrauchsmaterial. Und dann natürlich ein Schadensbegrenzungsteam dabei. Was hatten wir noch vergessen? Geschwindigkeit 34,5 hört sich erstmal gut an. 890 Meter Wendekreis hört sich erstmal nicht so gut an für einen Kreuzer, wie ich persönlich finde. Halt den für relativ weit, den Wendekreis. Ruderstellzeit 10,5 Sekunden. Ja gut, da kann man dann ja eventuell mit dem passenden Modul was gegen tun. Ja, und dann sind wir komplett durch die Kreuzer, die jetzt hier von World of Warships angekündigt wurden. Ich hoffe, das waren ein paar Infos dabei, die ihr vorher noch nicht hattet. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Abo, Glocke drücken, uns gerne weiterempfehlen, freue ich mich immer ganz besonders drüber. Und dann sagt das Ziehkrauts-Team und meine Wenigkeit, danke für eure Zeit, bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Andi. Ciao, ciao.